So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gran Turismo 5. Erstmal, sorry, dass es am Donnerstag keine Folge gab. Ich hatte irgendwie nicht so wirklich Lust drauf, wieder aufzunehmen. Außerdem hatte ich nicht wirklich Zeit. Und es kam noch dazu, ich wollte mal warten, ob ihr irgendwas zu den Langstreckenrennen schreibt. Aber da kam ja irgendwie nichts. Und deswegen, ja gut. Skyline Gran Turismo. Der Skyline Gran Turismo ist ein Safety Car in GT5, so viel ich weiß, wird er auch in den japanischen Meisterschaften verwendet. Allerdings hat der kein Blink- und Disco-Licht, aber dafür mehr Leistung. Ich werde mich noch nach dem anderen umsehen. Dankeschön. Pace Car Fun. Dieses Auto ist kein gewöhnliches Pace Car, sondern einer von den Leoncon Cars. Aha. Besondere Fahrzeuge kriege ich von Leoncon 99. Er hat immer Überraschung parat. Dieses Heckauto hat Speed und ordentlich Haftung. Heckauto? Das gefällt mir nicht. Trotzdem erstmal Dankeschön, Monster. Der kann euch das Fahren wegen beibringen. Wenn ihr Lust habt, edit ihn mal. Okay, also Vorsehen, Monster, Tristan, Ingolstadt lässt grüßen. Oh, das ist schön. Und R8. Ich danke euch. 4 Stück. Dankeschön. Dann tun wir mal alle empfangen. Empfang abgeschlossen. Autobörse. Alle öffnen, ja. Wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Challenger AT RM 1970. Schickes Gerät. Skyline. Wow. Sau cool. Skyline GTR. Ja, ist ja der normale. Den Quattro. Hammergeil. Hammergeil. TT Coupé? Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Fahrer habe ich jetzt halt übrigens doch auch mal auf die Reihe gebracht, die online zu stellen. Glaube ich zumindest. Was? Rückgängig machen? Nee. Preise erhalten. Neunter Platz. Ja, schön. Passt. Unser bester Fahrer, 9. Platz, gibt aber 10.000 und gibt ein bisschen Erfahrung. Wird wieder hochgeladen. Schau mal, was du so auf die Reihe gebracht hast. 8. Platz. Oh, der ist vor unserem Whitehead gelandet. Und 4. Platz von F1-Fan. Schön, dass ihr mit den Autos gefahren seid, mit den Fahrern gefahren seid. Gibt wieder ein bisschen Kohlski. Und auch Erfahrung. Ja, und unsere anderen Level 0 Leute. Bin mal gespannt. Der Randolph. Neunten Platz. 2. Platz von Monster. Wie kann das sein? Der ist doch viel schlechter. Oder waren es unterschiedliche Rennen? Kann natürlich auch sein. Aber der wird jetzt erstmal wahrscheinlich ordentlich Level gut machen, oder? Boah! Schau mal, was das, was da neu hinzugekommen ist. Der ist von 0 auf 14 hochgeschossen. Brutal. Strickland. Also, wie gesagt, ihr könnt gerne mit den Fahrern fahren. Freut mich. Finde ich cool von euch. 16. und 5. von F1-Fan. Wow. Ja, reichen wir heute noch Level 27. Und der ist auch Mods aufgestiegen. Ja, 10 Level. Auch cool. Der Van Damme. Thomas Desert. 1. Platz. Er ist 1. geworden. Okay, wie geht das zur Hölle? 44.000, haben wir die 6 Millionen und wir sind Level 27. Und der ist jetzt natürlich wahrscheinlich extrem aufgestiegen. Ich sag mal Level 16. Und ja. Geil. Und wie sieht's bei unserem Green aus? Der extrem heißblütige. Vierzehnter und 8. Schön.
Der ist natürlich auch aufgestiegen, ist klar. Level 11. Jetzt schaut es euch mal an, ey. 0 Siege, 2 Rennen. Der hat 1 Sieg in 2 Rennen, ey. Der wird nochmal, das wird hier. Wird ein guter Fahrer. 1 Sieg in 29 Rennen, 1 Sieg in 2 Rennen. 6 Siege. Entschuldigung, 6 Siege in 35 Rennen. Hammer. 150 Fahrzeuge haben wir. Gut. A-Spec-Veranstaltung. Ich habe übrigens die Gran Turismo All-Stars Meisterschaft ja noch gemacht. Falsche Taste. Experten. Und zwar hier. Haben wir jetzt halt überall Gold. Langstreckenserie machen wir jetzt halt nämlich heute. Ich habe es mir jetzt überlegt, wir fangen da jetzt einfach mal an. Und zwar mit dem 300 Kilometer Rennen in Gran Valley. Eine Langstreckenveranstaltung über 60 Runden auf dem technisch anspruchsvollen Gran Valley Speedway. Konzentration ist hier wichtiger als Geschwindigkeit. Teilnahmebedingungen, keine Beschränkungen. Typische Gegner. Ich würde sagen, wir schauen, dass wir Auto mit 470 Leistungspunkten bekommen. Dann sind wir so im Mittelfeld. Dann ist das gut. 470, wo müsste ungefähr hier sein? Ja, ist noch 500. 402. Ah, wir könnten mit dem Kart fahren. Da wäre jetzt zum Beispiel jetzt der Kart oder der FT. Und hier bei 470. Den Pikes, den habe ich aber glaube ich schon mal runter gemacht auf 470 und den Chavelle. Ich hätte eigentlich mal Bock wieder auf den TT mit dem zu fahren. Ist halt auch ein geiles Auto. Und so mit dem hier. Schauen wir mal, ob wir den noch hochbringen auf 470. Leistungsbegrenzer ist ein bisschen runder. Sollte man wenn dann schon hoch machen. 470. ...452... ...459... ...458, okay. Ein Auspuff. ...463... und dann wird es der Cut ist ...468... ...82, oh, Sportauspuff, ...476... ...76, 478, 487. Das tun wir einfach trotzdem rein, weil bringt ja was. Das auch noch rein. Brakes kann man ja nicht neu kaufen. Auspuff. Aber. Einlasssysteme. Nehmen wir mal den. Dann haben wir jetzt 461. 475. 472. 469. Ich möchte halt auf genau auf. Wartet mal. Auf 470 kommen. Das ist schon wieder echt gut, was ich hier abziehe. Thank you.
Scheiße, wie habe ich denn jetzt gerade auf 469 gehabt? So, oder? Ne, dann war es so. Machen wir einfach 471. Das müsste schon passen. Jetzt ist das Auto wahrscheinlich total verhunzt und alles. Aber wurscht. Gut, fangen wir an. Nein, was für Reifen haben wir drauf? Wie ist es denn hier? Ist es dann da eigentlich mit Abfahren und so? Also mit Reifenverschleiß, Spritverbrauch und so weiter. Ich habe natürlich wieder Ahnung vom feinsten. Far Options, Rennen, wow, ich fahre nicht aus, Aktionskontrolle, bla 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 bla. Ja, ist wie immer halt, Einstellungen. Also jetzt steht hier nichts wirklich. Knapp 300 Kilometer fahren wir. 296. Oh, es wird hart, es wird hart. Drücken wir einfach mal Start, mal schauen. Vielleicht klappt's ja. Jo. Ein wenig seltsam, dass bei 300 Kilometer da kein Boxenstopp oder so machen muss. Aber gut. Die fahren einfach schon wieder voll raus. Und wir überholen natürlich schon wieder. Ach, wisst ihr was, komm. Ich riskiere es einfach, ich habe 60 Runden Zeit. Ups, natürlich gleich mal voll verbremst. Deswegen mag ich es halt nicht, ein stärkeres Auto zu haben. Weil es einfach voll dämlich ist, wenn der da vorne wegfährt und das vor allem auf 300 Kilometern bzw. auf 60 Runden. Warte mal, kann man jetzt hier... Ne, okay, du kannst jetzt hier nicht unterbrechen. Ups. Weil wenn ich das alleine vorne weg eier, ist dann halt auch irgendwo recht langweilig. So, was fahren die jetzt? Aber es wird darauf hinauslaufen, dass wir extrem den Vorsprung irgendwann haben. Das ist einfach schon vorprogrammiert. Wenn sich mal verbremst. Ups, ich werde jetzt dann auch gleich mal in die Box fahren, um zu schauen, ob man da irgendwie unterbrechen oder so kann. Ach, da ist doch gar nicht die Box. Diese ist hier. Ja, super. Ich weiß nicht, mit 80 musst du reinfahren, gell? Ja, du kannst jetzt hier auftanken und alles. Ach, und hier kannst du dann unterbrechen. Okay, okay. Also dann schmeißen wir erstmal... Hä? Komfort? Scheiße. Ich hab nur Weiche, okay. Und ihr wollt halt einfach mal gucken. Ich denke mal, wir schaffen das Rennen so oder so irgendwie. Lasst euch bitte noch mehr Zeit, gell? Wie halt echt eiskalt First Gear dort steht. Sprich, erster Gang.
Ja, das ist ja geil gemacht. Der Spoiler fährt ernsthaft bei 120 aus und bei 80 wieder rein. Das ist geil gemacht. Hätte jetzt nicht gedacht, dass das so detailliert ist und so. Aber jetzt fahren wir erstmal ein paar Rounds. Ist ja bei den Audi-Spoilern so, dass der Spoiler eben bei 120 ausfährt. Bei 80 dann wieder ein. Ja, du kannst ja auch manuell ausfahren, aber du kannst jetzt nicht, darfst auch nicht schneller fahren als 120, wenn der Spoiler nicht ausfährt, zum Beispiel jetzt im Winter, wenn es irgendwie zugefroren ist und es eben nicht aufgeht. Ihr werdet euch jetzt auch denken, was ich da für eine Scheiße mache, warum ich da jetzt in die Box gefahren bin und so weiter. Aber es muss, ich muss das testen. Sonst habe ich einfach noch weniger Plan, als ich eh schon habe. Und ich würde sagen, wir machen ganz normale Folgenlängen. Ich denke, wie lange braucht man für 60 Runden auf der Strecke? 2,5 Stunden? 2 Stunden? Oder zumindest machen wir jetzt die erste Folge so. Und ich werde jetzt auch die ersten, also das erste Rennen hier, das erste Langstreckenrennen einfach mal komplett alleine machen. Ohne jetzt halt irgendjemand dazu zu holen oder sonst was. Und wir sehen jetzt übrigens, wir haben auch einen Reifenverschleiß. Die Balken, also die Kästchen in den Kästchen, die werden jetzt halt immer kleiner und kleiner. Je nach Fahrweise halt. Und dann muss halt einen Boxenstopp machen, wenn sie unten sind. Und wir müssen schauen, dass wir möglichst leeren Tank haben, weil mit leerem Tank bist du leichter und deswegen fährst du dann schneller drunter. So. Wartet mal. Ich mach jetzt halt mal was. Drehen wir die Musik ein bisschen lauter. Dann wird es nicht so langweilig, weil ich jetzt halt einfach nicht so viel. Ich habe jetzt auch keine Themen, wo ich reden könnte oder so. Weil ich das jetzt einfach mal testen wollte, wie das so eben ist. Und ja, deswegen mal Musik jetzt ein wenig lauter, dass zumindest für euch jetzt nicht so langweilig ist. Ich höre ja eh nicht sonderlich viel. Und ich brauche das jetzt auch nicht. Ich kann jetzt auch so. Wenn ich rede, dann brauche ich jetzt nicht unbedingt auch Musik im Ohr. Na, schau mal, wir fahren jetzt eine Rundenzeit von 2,16 auf 60 Runden hochgerechnet. Mit 2 Minuten wären es 2 Stunden. Plus diese 15 Sekunden mal 60, ja, sind mal knapp. Oh Mann, Entschuldigung. 2,5 Stunden. Müsste ungefähr. Also wir holen die schon extrem schnell ein, wir sehen sie ja jetzt schon wieder, 24 Sekunden nur noch. Na, da kannst du ganz entspannt fahren, also. Wir werden jetzt eigentlich mal immer so die Autos finden, dass wir mittendrin sind bei den typischen Gegnern. Also dass wir jetzt nicht das stärkste Auto nehmen, sondern so schön, gemütlich. Und eins halt mittendrin, so wie halt eben jetzt halt hier auf. Normalerweise ist es ja ein Allrad. Da müsste dann ja auch die Reifen gleichmäßig abfahren. Schaut mal, jetzt sind wir wieder dran, also. Da brauchen wir uns keinen Stress machen, dass das Rennen knapp wird oder so. Klar, wenn wir vorne wegfahren, sollten wir uns ein wenig einen Vorsprung rausfahren, dass wir auch eben beim Boxenstopp nicht so viel Zeit wieder einbüßen. Und dass wir dann da irgendwie wieder letzter sind oder so. Aber wir schauen mal, wann die gehen in die Box. Weil da werden wir dann uns dran orientieren.
Es wäre halt ganz cool, finde ich, wenn du eine Boxenstrategie festlegen könntest. So wie bei Formel 1. Es ist ja so, der bei F1 2012. Da kannst du so eine Boxenstrategie festlegen, dass du zum Beispiel Runde 8 und Runde 12 reinkommst zum Reifenwechseln und Tanken oder so. Das wäre hier, glaube ich, auch richtig cool. Richtig cool. Was da für Autos mitfahren, Leute, sowas. Das ist doch kein Rennauto oder sowas. Die fahren halt echt nicht so gut. Selbst angenommen, ich hätte noch das beste Auto, fahren die nicht gut. Also 2,10 kannst du fahren auf der Strecke, würde ich sagen. Und der Spritverbrauch ist halt extrem gering. Eigentlich müsste ich mal Beast wegfahren. Und zwar da, dass wir das eine Auto bekommen bei Like the Wind. Das habe ich eigentlich auch schon gesagt, dass ich das mal mache. Irgendwie. Ich habe das so viel gespielt, eigentlich das Spiel. Ich brauche jetzt irgendwie mal echt eine Menge Pause. Ich freue mich vor allem extrem auf Sechser, muss ich sagen. Das wird wieder was Neues, da haben wir wieder was zu tun, wirklich viel zu tun. Ja, da machen wir es genauso wie hier, alle Rennen von unten nach oben durch, beziehungsweise von links nach rechts, von was weiß ich, halt vom leichtesten bis hin zum schwersten. Und ich hoffe natürlich, da unterstützt ihr mich auch wieder schön fleißig und seid weiterhin so toll dabei. Jetzt haben wir schon die Führungsgruppe eingeholt. In Norris, in Bond und in Rogers. Chuck Norris, James Bond. Ups, ich sollte bremsen. Oh, sieht aber schön aus da unten. Schöne Landschaft. Sieht auch echt schön aus. Okay, fahren wir weiter. Da hätte man, glaube ich, ohne Fahrhilfen fahren sollen, das wäre lustiger geworden. Was ist denn das bitte über dem Nummernschild, der Schatten, wo der so hin und her flackert? Sieht mal äußerst dämlich aus. Ja, eine 2,8 sind wir jetzt gefahren in der 5. Runde. Danke, you're the one. Ja, fahr doch zu. Also wir müssen definitiv erstmal Reifen wechseln. Bevor wir tanken müssen. Das wäre natürlich echt krass, wenn du einen Satz Reifen verfährst, bevor der Tank leer ist. Gut auf der Rennstrecke. Naja, ich weiß es nicht. Und erster, nee, zweiter gerade. Jetzt der zweite. Und Rogers überholt. Jetzt ist nur noch James Bond vor uns. Gay Bond. Kann natürlich auch sein.
Ach man, ich will doch jetzt nicht alleine wieder vorne wegfahren. Die Musik ist aber gar nicht so schlecht, so das, was ich jetzt halt mitgekriegt habe. Da war es mir schon mal eine 2.6 gefahren. Oha. Da waren wir ja auch mal gut unterwegs. Ohohohoho, langsam und so langsam. Ich fahr zu schnell, ich fahr zu schnell. Schau es mal an, wie die jetzt halt an mir dranbleiben, beziehungsweise wie wir die den anderen an die andere Gruppe abhängen. Das ist schon Hammer. Was für Leistungsunterschied es auch in der KI gibt. Das eine sind wahrscheinlich Einjährige, das andere Fünfjährige oder so. Id und Knuff? Rennen, das wird natürlich auch lustig. Ich weiß halt mal, ob wir das noch rechtzeitig so weit schaffen überhaupt. Wann kommt GT6 nochmal raus? Am 6.12. Und jetzt haben wir den 1.9., das heißt, wir haben noch den kompletten September, Oktober, November. So. 3 Monate? 3 Monate und 8 Tage. Also, wo ich aufnehme, ist der 1. morgens, der 2., wenn ihr das Video seht. Falls ihr es seht, falls ich es rechtzeitig überhaupt schaffe, wenn ich es halt am Donnerstag. Gut, gut, so ist es. Jetzt komme ich beim Dusch. Oh, meine Boxen hier vorne nicht. Ich muss jetzt wirklich schon was trinken sein. Ich habe jetzt halt in die Beschreibung auch mal reingeschrieben, Langstreckenrennen, dass wir die auch machen. Weil jetzt ja mittlerweile doch ein paar gefragt haben, ob ich das überhaupt mache und so. Aber jetzt halt seht ihr es ja. Ja, wir tun es. Yes, we do. Schauen wir erstmal, dass wir hier meine Bestzeit nochmal hinlegen irgendwie. Zwei, sechs, neun. Also das, wenn ich mich so verbremse und das Rad stehen bleibt, schon krass, wie das gleich abzieht von der Haltbarkeit der Reifen. Vor ein paar Runden hatte ich noch 33 Sekunden Rückstand, jetzt habe ich noch 14 Vorsprung. Also vorne rechts ist schon relativ arg abgefahren. Ich wundere, dass das Auto so untersteuert bei Allrad. Und jetzt sieht man Schwachsinn. Sonst würden die Vorderen ja nicht so abgefahren sein. Obwohl, das kann auch daran liegen, wie ich meine Bremsverteilung eingestellt habe. Natürlich ja auch eine Möglichkeit. Das wird definitiv nichts mit der Bestzeit. Naja, obwohl...
Nee. Ah, 2,8 wird's. Nee, 2,78. Okay. Schauen wir, dass wir einen Vorsprung mal so um die 25 Sekunden rausfahren. Schreibt mir bitte in die Kommentare irgendwelche Wünsche zu Langstreckenrennen zum einen, ob ihr auf was besonders Bock habt und so. Und ob das hier immer mit wechselhaftem Wetter ist. Oder ob das nur bei anderen ist. Weil, wie gesagt, ich kenne mich ja nicht aus. Ich bin ja ein Depp, was das Spiel angeht. Trotz jetzt hat mittlerweile was, knapp 70 Parts ist es schon, sogar der 70. Oder ist es noch der 69. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich habe schon voll aus den Augen verloren. Ich freue mich einfach nur, wie gesagt, auf GT 6. Ah, das wird wahrscheinlich auch wieder so ein Spiel, GT 5. Entschuldigung, Let's Play einfach niemand. Troff du, aber okay, gut. Nichts gegen ihn, ich kenne ihn nicht. Was soll er machen? Wenn es ihm Spaß macht. Und sonst macht es ja niemand. So wirklich. Außer wir zwei. So er und ich. Und bei GT 6 wird es dann wieder so sein, wahrscheinlich, dass wieder jeder Depp das spielt. Ich kann dann immerhin behaupten, ich habe GT 5 auch gespielt und nicht wenig. Das wird eine neue Bestzeit. Nein, wird es immer noch. Will denn eine 6 doch? Ja, 6,5. Juhu! Das sieht so aus, als würde man die jetzt dann echt bald überholen. Na, überrunden, ne? Und dann haben wir nach 10, 11, 12, 13, 14 Runden, keine Ahnung wann es halt ist, einfach schon mal eine Runde Vorsprung. Ist das krass. Ist das krass, Lights. Naja. Aber trotzdem ist es cool irgendwie. Ich weiß, wenn du so weißt, so 60 Runden, du kannst es ganz anders, finde ich. Ich fahre jetzt halt total entspannt. So nicht, oh, ich muss das und das schaffen. Ich weiß, ich habe jetzt, ich habe unendlich lange Zeit. Bei sowas kann man auch dann mal Folgen am Samstag raushauen, zum Beispiel, wenn man mehr aufnimmt. Ich habe mir überlegt, ob ich einfach alles am Stück aufnehmen soll. Und dann einfach nach 30 Minuten im Renderprogramm zu sagen, hopp, neuen Part anfangen. Aber ich dachte, das ist nicht, ich weiß nicht, das mag ich nicht. Ich mag es selber nicht zum Anschauen, wenn es einfach mittendrin plötzlich aufhört. Ich lieb's, ist zwingend übertrieben. Ich find's gut, wenn eine Begrüßung und eine Verabschiedung da ist und ich mache die Videos so, wie sie mir selber auch gefallen würden. Was ist das eigentlich? Sekunden, hey. Das ist gestört. 2,72. 35 Sekunden. Ja, okay. Wenn wir halt irgendwann mal 10 Minuten Vorsprung haben, dann wird's böse. Aber ne, bei 60 Runden passiert da nicht so viel, denke ich. Ich denke mal, bei 24-Stunden-Rennen von Le Mans, das wird dann schon was anderes. Also, da gehe ich ja kaputt, gehe ich ja da.
Vom Design haben sie geschrieben, hier zählt nicht die Geschwindigkeit, sondern die Konzentration. Du kannst ja zum Glück unterbrechen und ich habe gelesen, es war ja nicht der Fall. Also, dass es durch ein Patch erst nachgereicht wurde. Weil ich meine, wer kann schon mit 24 Stunden mal zocken? Gut, vielleicht einer von euch, also Schule, Ferien oder so, aber trotzdem 24 Stunden, so lange kann ich nicht sitzen. Ich kriege ja Blasen am Arsch. Also wirklich. Ich könnte es jetzt nicht, also ich rede jetzt nur von mir, gell? Wenn ihr das könnt, ist es schön für euch, klar. Aber ich, wie gesagt, kann das nicht. Ich würde da einfach kaputt gehen. Schauen, dass ich 2-3 Stunden hocken kann. Ich bin immer so hier. Oh, da, Wusel, Wusel, Wusel. Hey, bejubelt mich gefälligst da oben. Das ist echt. So Leute, aber jetzt halt. Nehmen wir die Box in Angriff. Mit 24 Liter, ich will nichts tanken. Ich will das Rennen unterbrechen. Unterbrechen Sie das Rennen und verlassen Sie das Spiel. Sie können das Rennen beim nächsten Laden des Spiels an diesem Punkt fortsetzen. Ich hoff's, weil wir machen hier den ersten Break. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal so, dass ich das auch für euch vielleicht wegen anschaulich gemacht habe. Ich weiß ja nicht, wie ihr das gerne sehen wollt, deswegen schreibt's mal in die Kommentare. Ich wünsche euch jetzt, wie gesagt, einen schönen Tag. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ich bin's, euer Fischi. Ciao.